Leute, da ist wieder der Stefan von Outdoor Kingdom. Heute mit dem Thema Q&A, also Question and Answers, oder ihr habt Fragen, ich antworte darauf zum Thema Blackout. Weil ich kriege ja relativ viele Kommentare, da haben sehr Kreative dabei. Ich lerne auch bei einigen Kommentaren richtig viel. Ich möchte mich hier zum Beispiel mal stellvertretend für alle beim JP bedanken, der einfach aus seiner Erfahrung das rausgibt. Das sind hochinteressante Infos, die er da weitergibt. Also da lerne ich auch wieder davon. Es gibt leider ganz, ganz viele Unklarheiten und Fehlinformationen. Und das erklärt halt diese teilweise sehr kreativen, teilweise sehr naiven Fragen, Antworten oder sonstiges. So mein Liebling, ein Blackout in Deutschland kann nie passieren. Aber kommen wir gleich drauf. Es ist aber nicht nur bei euch so, sondern leider auch in der Politik. Ansonsten ist es mir nicht erklärbar, dass eine grüne Politikerin davon spricht, was wir alle haben, das Netz an sich ist genug Speicher für alles. Ich habe mich immer gefragt, wenn ich den Lichtschalter ausmache, warum das Licht nach 30 Sekunden weiterbrennt. Ist natürlich völliger Schwachsinn, passiert so nicht. Aber die hat das behauptet. Also nur für diejenigen, die so einen Blödsinn glauben, das Netz ist Speicher, ja, für ungefähr ein paar Millisekunden, dann war es das. Es ist kein Speicher, ganz einfach. Und wer sich eine Geschichte erzählt, der hat null Ahnung und lügt uns damit auch noch an. Weil er groß tut, ich habe die totale Ahnung. Naja, und deswegen stelle ich jetzt mal einige dieser Fragen, diese Kommentare vor und beantworte die dazu. Und wenn dich das interessiert, bleib einfach dran. Die beste Frage möchte ich vom Julien. Kannst du bitte mal Hochdeutsch sprechen? Ich finde, wenn ich Hochdeutsch spreche, klingt das irgendwie etwas seltsam und ich glaube nicht, dass das jemand hören will. Also ich halte es da wie das Land Baden-Württemberg. Wir können alles außer Hochdeutsch. Und so ist es bei mir auch. Gut, das war mal eine kleine Frage am Rande. Also ich werde weitersprechen wie bisher. Es hat auch seine Vorteile, weil YouTube erkennt auch nicht alles von dem, was ich sage. Und deswegen haben vielleicht manches Video von mir noch im Netz, das sonst bereits vom YouTube-Algorithmus gelöscht worden wäre. Gehen wir zur richtigen ersten Frage oder zum ersten Kommentar, den ich regelmäßig lese. Ein Blackout ist in Deutschland schlichtweg nicht möglich. Und das stimmt, genauso wie die Titanic unsinkbar ist. Genauso wie ein RBMK-Atomreaktor nicht explodieren kann. Das war der von Tschernobyl. Genauso ist es auch nicht möglich, dass in Deutschland ein Blackout stattfindet. Natürlich ist es technisch möglich. Ob es passiert, ist ein anderes Thema. Was könnte denn passieren? Ich habe das in einem Video schon mal beantwortet. Das Video hieß, Blackout, kann das überhaupt passieren? Und natürlich ist es technisch möglich. Punkt A, Hackerangriff. 300 unserer Großkraftwerke nutzen die gleiche Software. Hat die einmal einer geknackt, schaltet er die Dinge ab, das war's. Ich mache das jetzt im Schnelldurchlauf, weil, wie gesagt, da gibt es ein Video dazu. Wir haben es ja in der Ukraine gesehen, der Westukraine war es, Entschuldigung, im Jahr 2015 und nochmal im Jahr 2016, wo dann irgendwelche Hacker, ich sage jetzt nichts dazu, das halbe Land lahmgelegt haben für mehrere Tage. Es gab auch nur Hacken, Vorsorgepunkte, das ging nur viel einfacher. Lastwegfall, Stromzähler, wie es im Buch Blackout von Mark Ellsberg beschrieben wird. Auch das ist in Deutschland schwieriger, unsere sind gehärtet, aber die im Ausland eben nicht. E-Autos, vielleicht schafft es jemand, die E-Auto-Lade zu knacken. Und dann könnte er plötzlich alle E-Autos gleichzeitig losladen lassen, volle Kanne. Auch das könnte, wenn es mal mehr wären, einen Blackout verursachen. Also ja, die Möglichkeit gibt es. Terror. Gib mir 20 Mann und ich kaufe im Baumarkt ein und dann hast du ein Blackout. Mehr werde ich zu dem Thema nicht sagen, es ist definitiv möglich. Die sind ja Gott sei Dank scheinbar zu blöd, dass ich das nicht kapieren. Technisches Versagen. Im Jahr 2017 hatten wir knapp 170.000 Stromausfälle und davon waren 64.000 ungeplant. Es waren nicht lauter kleine, aber aus so einem kleinen Konzept und Kaskadeneffekt einmal was Größeres entwickeln. Menschliches Versagen.
2006 ist das Kreuzfahrtschiff Norwegian Pearl dafür schuld gewesen, dass 15 Millionen Europäer ohne Strom waren über mehrere Stunden. Und das war im Norden Deutschlands, wo das passiert ist, in Papenburg, in der Werft. Und die Spanier unten hatten keinen Strom mehr. Also ja, auch sowas kann passieren. Dazu kommt im Übrigen demnächst vermutlich ein eigenes Video, weil ich finde das so spannend und es liest sich, wenn man die Berichte dazu liest, wie ein Krimi. Da werde ich vielleicht ein Video mal dazu machen, weil ich finde es wirklich hochinteressant. Es kann natürlich auch durch Angriffe passieren. Das hat man im Kroatien, also im Jugoslawienkrieg ja gesehen, wo man mal einige Stromkraftwerke einfach ausgeschaltet hat, mittels Graphitbombe etc. Und ein hausgemachtes Problem in Deutschland wird die Abschaltung in den nächsten Jahren der Atomkraftwerke und die Reduzierung der Braunkohle um 30% sein. Beide sind grundlastfähig und beide sind jetzt eigentlich fast rund um die Uhr im Einsatz. Wie das gehen soll, wir werden es sehen. Oder auch nicht, wenn es dann finster ist. Weil wir ersetzen das ja durch Zappelstrom. Es kann natürlich auch noch einen Sonnensturm geben. Wir haben am 23.07.2012 haben wir um Haaresbreite, also astronomisch gesehen, um Haaresbreite an einem Mega-Sonnensturm vorbeigeschrammt. Hätte der uns getroffen, wäre alle Elektronik, Handy, Computer, alles, Auto, nichts hätte mehr funktioniert und wir waren im Mittelalter gewesen von heute auf morgen. Der nächste ist vorhergesagt für 2020, aber macht euch mal keine Sorgen, die Chance, dass uns der trifft, liegt nur bei 12%. Finde ich, ja. Zum letzten Video, was ist, wenn ein Blackout passiert ist? Wie bringen wir das Netz wieder in Gang? Gab es hochkreative Vorschläge. Ich habe mich da echt teilweise kaputt gelacht, weil sie wirklich gut und manche waren so blöd, dass sie eigentlich schon wieder gut waren. Vorab dazu ein Punkt, den sich jeder verinnerlichen muss. Ich weiß, bei manchen wird gesagt, die Größe ist unwichtig. Beim Strom ist die Größe extrem wichtig. Das heißt, desto größer Kraftwerk ist, desto mehr Leistung produziert es. Und ich kriege leider immer wieder die Anfrage, ich habe hier ein Aggregat mit 1000 Watt Höchstleistung und vielleicht 650 Nennleistung. Ich möchte damit mein Haus betreiben. Kommen wir aber später dazu noch. Also hier ist jedem klar, so ein kleines Aggregat kann nicht den gleichen Strom liefern wie ein Riesenkraftwerk. Und das bitte unbedingt mal im Hinterkopf behalten. Also, Punkt A. PV-Anlagen mit Akkus können doch das Netz wieder in Schwung bringen. Nein, leider nicht. Warum ist das so? Die liefern ja Gleichstrom und der muss mit einem Wechselrichter, wie erklärt, das kleine Männchen mit der Batterie, das hin und her switcht. Und dies geht 1:1 an die Netzfrequenz. Und wenn die Netzfrequenz nicht da ist, ist bei dem auch nichts. Also funktioniert der nicht. Wer sowas machen will, der muss zu seinem Elektriker gehen, der braucht einen Netztrennschalter, einen anderen Wechselrichter. Dann könnte er seine Akkus fürs eigene Haus nutzen. Normalerweise nicht. Also ich schätze mal, es haben vielleicht 1% aller Photovoltaikanlagenbesitzer. Also leider funktioniert das nicht. Die beste Idee, die hatte der Easy Street. Da musste ich zuerst drüber lachen, aber grundsätzlich ist die eigentlich gar nicht so blöd. Die Russen schicken uns die Atomkraftwerke, die Atom-U-Boote und die versorgen uns mit Strom. Ist natürlich nur eine sehr theoretische Möglichkeit, weil die Russen werden nie ihre Atom-U-Boote bei uns an Land bringen. Die hätten viel zu viel Angst, dass die vom BND oder von CIA oder sonstiges unter die Lupe genommen werden. Das ist mal Punkt A. Aber selbst wenn sie es machen würden, natürlich haben da Atomreaktoren drin. Aber Atomreaktor betreibt ja nur einen Generator, meistens mittels Dampf, ganz altherkömmlich. Und der Generator in einem U-Boot ist natürlich auch sehr klein, weil der muss ja nur das U-Boot betreiben und nicht ganze Landstriche. Also selbst wenn, würde damit vielleicht ein paar Häuser betrieben werden können und das war's dann. Davon abgesehen haben die anderes Netz wie mir, wird also nicht funktionieren. Dann hat er noch eine gute Idee, er hat gesagt, bei ihm in der Nähe ist ein Krankenhaus und der Generator liefert ja genug Strom für die ganze Nachbarschaft. Auch das ist nicht richtig. Warum? Theoretisch wäre das möglich, aber ihr alle wisst, Krankenhäuser müssen Kosten senken, wo es nur geht. Und es ist einfach so, desto größer der Generator ist, desto mehr kostet er.
Also was macht man? Man macht das Minimalste, was sein muss. Und die meisten Krankenhäuser haben Generatoren, die rund roundabout 50% des Krankenhausbetriebs aufrechterhalten können. 50%. Die haben dann verschiedene Steckdosen, weiße, die werden weg. Dann gibt es, glaube ich, rote, die haben Dauerstrom, da haben Akkus dahinter gesteuert. Und grüne, die könnten einmal eine Minute ohne Strom sein, bis der Generator angelaufen ist. Also 50% können die für sich selber versorgen, also werden die keinen Strom irgendwo hinausliefern, was auch technisch nicht möglich ist, weil gibt es die Netztrennschalter, die trennen sich komplett vom Netz, funktioniert also auch nicht. In die gleiche Kerbe habe ich auch schon gelesen, ist alles kein Problem, kommt das THW und mit den Aggregate und dann läuft es wieder. Zufälligerweise bin ich Maschinist für Aggregate beim THW und deswegen muss ich über sowas laut lachen. Ich habe ja gerade erklärt, die Größe ist wichtig. Wir haben so große Kraftwerke, ganz viele, und unsere größten Aggregate passen auf einen Lastwagenanhänger. Das heißt, wir haben ein Verhältnis so. Also die höchsten, was wir haben, glaube ich, haben 250 kVA, das sind ein bisschen über 200 Kilowatt. Jawohl. Also wir haben vielleicht Aggregate, um vielleicht mal irgendwelche kritischen Infrastrukturen zu unterstützen. Krankenhaus, Polizei, Landratsämter, sowas in die Richtung Verwaltungen. Aber mit Sicherheit nicht für euer Haus. Also Beispiel bei uns, wir haben ein Aggregat, das brauchen wir zu 100% für uns selber. Könnten also nicht mehr, damit könnt ihr nicht einmal ins Netz einspeisen, weil es keinen Inverter nicht hat. Ihr könnt damit keinen Computer, nichts betreiben. Also sorry. Das müsst ihr aus dem Kopf schlagen. Ich habe vor kurzem eine E-Mail bekommen, da hat sich jemand im Baumarkt ein 1000 Watt Stromaggregat gekauft und er will jetzt von mir ein Video haben, wie er das ans Stromnetz, also ans Hausnetz anschließen kann, damit dann im Notfall er das Haus darüber versorgen kann. Dann habe ich gefragt, was will er alles damit? Ofen, Heizung, Durchlauferhitzer, Licht, Computer, all diese Sachen. Und dann war mir in dem Moment klar, der Mann hat null Ahnung von Elektrik, null, absolut gar keine. Und er will jetzt von mir eine Anleitung, wie er an 400 Volt Drehstrom rumschraubt, ohne Sicherungen. Das heißt, klang ich da ein falsches Kabel an, dann werde ich durchgeschmort wie ein Stück Grillfleisch nach 4 Stunden auf dem Grill. Und das ist kein Scherz. Das heißt, dieses Video wird es von mir in 100 Jahren nicht geben, weil ich will nicht für den Tod von irgendjemand verantwortlich sein. Es wird ein Video geben, welches Aggregat ist für was sinnvoll, was kann ich damit betreiben und wie kann ich das betreiben, ohne dass ich ins Hausnetz rein muss. Das ist nämlich relativ einfach, viel einfacher, als wie dass ich hier das baue. Wer sowas vorhat, bitte wendet euch an einen Elektriker, der kann euch einen Netztrennschalter einbauen und der wird euch dann einiges dazu erklären. Also wie gesagt, allein mit 650 Watt kann ich 6 bis 7 Glühbirnen betreiben. Eine Kochplatte hat 2000 Watt und die braucht Drehstrom, die braucht 400 Volt. Sein Aggregat hat 230 Volt. Das Hausnetz hat 3x400 Volt und er hat 1x230. Wie soll das funktionieren? Er wollte einen Durchlauferhitzer. Mein Durchlauferhitzer hat 17.000 Watt. Er hat 650. Mein Durchlauferhitzer hat Drehstrom 400 Volt, er hat 230. Es funktioniert schlichtweg nicht. Ganz einfache Geschichte. Aber wie gesagt, ich bin gerade am Recherchieren für ein Video über Notstromaggregate. Kommt vielleicht demnächst auf diesem Kanal. Also immer abonnieren, Glocke auch drücken, dann werdet ihr auch informiert, wenn neue Sachen kommen. Mir wurde vorgeworfen, ich glaube bei einem der letzten Videos, wo ich gesagt habe, es gibt 1,6 Millionen Kraftwerke in Deutschland, dass das völliger Blödsinn ist, so viele Kraftwerke haben wir doch gar nicht. Doch haben wir. Wir haben 1,5 Millionen Photovoltaikanlagen dazu, dann kommen die normalen 1000 Kraftwerke dazu, dann kommen die ganzen Windräder dazu. Jedes einzelne Windrad ist ein Kraftwerk, jede einzelne Photovoltaikanlage ist ein Kraftwerk. Jedes einzelne muss synchronisiert und koordiniert werden. Dazu muss man wissen, der Strom, der erzeugt wird, muss im gleichen Moment abgenommen werden. Ich kann nicht so viel Strom erzeugen und so viel abnehmen, Blackout. Ich kann nicht so viel Strom erzeugen, so viel abnehmen, Blackout. Es funktioniert nicht. Ganz einfache Geschichte. Und deswegen muss man das koordinieren und das ist das große Problem an unserem Netz.
Wir haben hier viel Zappelstrom und müssen mittlerweile 1000 Mal im Jahr eingreifen, um das Ganze zu retten. 2003 als Vergleich waren es 6 Mal im Jahr. Nur, dass man mal sieht, was sich mit unserem Netz getan hat. Gut, kommen wir zu den Fragen, die jetzt in die Community Top gestellt worden haben. Als erstes mal, ich hole mir die mal her, der Mr. Ice Guy hat gefragt. Würde, wenn in Deutschland ein Blackout stattfindet, auch das umliegende Ausland oder ganz Europa betroffen sein? Ja und nein. Es ist also so, es gibt keine Grenzen im Netz. Wir haben ein Netz. Und das hat man ja gesehen, eben das Schiff, was ich gesagt habe, wo im Norden Deutschlands war und der Spanier plötzlich keinen Strom mehr hatte. Also wenn ganz Deutschlands Licht ausgehen würde, dann würde auch das ganze Netz zusammenbrechen, weil das Netz will ja Leistung liefern, aber irgendwann sind halt die Reserven aufgebraucht und dann ja, könnte es zum europäischen Stromausfall kommen. Es kann auch sein, wenn die Italiener einen Scheiß bauen, dass bei uns das Licht ausgeht. Also hier gibt es keine Grenzen mehr. Es gibt einfach diesen Kaskadeneffekt. Und, oder man hat es auch gesehen, wie, ich glaube 2005 Münsterland waren 250.000 Leute ohne Strom. Und was ist da gegenüber? Ich glaube Belgien waren auch 250.000 ohne Strom. Also, es gibt hier keine Grenzen. Die einzigen, die Grenzen haben könnten, wäre Polen. Aber es ist ein anderes Thema. So, das war es heute wieder von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Like freuen, noch mehr über ein Abo, denn demnächst beantworte ich noch den Teil 2 weitere Fragen. Solltet ihr noch Fragen haben, haut es mir unten in die Kommentare rein. Ansonsten sage ich danke fürs Zuschauen. Euer Stefan von Outdoor Chiemgau.